Jollen segeln bzw. eine Jolle kentern und aufrichten, sofern das hier geht. Gezeigt mit einem RS Vario. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Ochse. Ich arbeite seit 5 Jahren für eine Segelschule auf Mallorca, eine deutschsprachige Segelschule auf Mallorca, die dort seit über 40 Jahren vor Ort ist und mehr als 70 Boote hat. Die Boote dort sind eigentlich ja, für jeden Segler interessant, vom kleinen Optimisten bis zur großen Hochseejacht ist alles dabei. Und dadurch, dass wir vom Strand, vom Steg und von den Bojen starten können, ist die Vielfalt an Booten eigentlich in kaum einer anderen Segelschule zu finden. Dazu kommt, dass das Revier auch für die Boote den richtigen Wind und die richtigen Wellen bereithält. Denn wenn man im inneren Teil fährt, der durch eine Landzunge sehr schön geschützt ist, dort mit dem Segeln beginnt, dann kann man, wenn man das Boot im Griff hat, dann auch mal ein bisschen weiter raus die Welle genießen oder mit dem Cut in die Nachbarbucht oder an einen noch etwas weiter entfernten Strand bei uns. Ja, und das Ganze eben auch bei sehr, sehr angenehmen Wassertemperaturen, die dann das Kentern gar nicht so zur Tortur machen. Denn das Kentern einer Jolle kann ja immer mal wieder passieren und ist auch gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm, vor allen Dingen dann, wenn es eine Jolle ist, die ja zum Kentern gedacht ist. Eine Jolle, ähnlich wie hier der Vario vielleicht, eine Jolle, die ein offenes Cockpit hat, hier hinten den Spiegel offen hat. Während des Segelns geht da kein Wasser rein, sondern wenn ich segel, es kommt Spritzwasser ins Boot, dann geht dort das Spritzwasser wieder raus. Also der Spiegel hinten, die Kante ist zwar offen, es kommt aber beim Segeln kein Wasser rein, es sei denn, ich segel rückwärts. Das ist dann aber ja was anderes. Wenn ich normal vorwärts fahre, dann läuft da das Wasser raus, was vorne vielleicht reingekommen ist. Spritzwasser läuft raus und vor allen Dingen auch, nachdem ich gekentert bin und das Boot wieder aufrichte, ist das Wasser, was im Cockpitbereich ist, nach 2 Sekunden wieder raus und ich habe wieder trockene Füße. Und das ist ja auch schön. Und dazu kommt, dass eben das Wasser dann auch nicht in Lee irgendwie schwimmt und das Boot vielleicht erneut umkippt. Insofern ist es ganz gut, wenn das Wasser hinten rausläuft und auch ganz gut, wenn ich weiß, was ich tun muss, wenn mein Boot denn umkippt. Vielleicht bin ich auf einem Zweimannboot unterwegs, vielleicht habe ich ein Trapez und wenn das so sein sollte und ich beim Trapezsegel, bei dem ich hier auf der Deckskante stehe, und an einem Draht befestigt bin, ein Draht, der so von oben, von den Wanden genauso hier runterkommt. Ich habe eine Trapezhose an, stehe an diesem Draht hier auf der Kante und verhindere das Kentern mit meinem Gewicht, logischerweise. Wenn das so ist, ein Zweimannboot, dann sollte ich versuchen, solange wie es irgendwie geht, das Kentern zu verhindern. Also so lange wie möglich bringe ich mein Gewicht nach außen, nach hinten, um das Kentern zu verhindern. Denn nichts ist einfacher für den Steuermann, als dem Vorschoter die Schuld an der Kenterung zu geben. Also wenn ich bis zum letzten Moment alles gegeben habe und das Boot dann trotzdem umkippt, dann kann er mir nicht die Schuld geben. Wenn ich aber hier am Trapezdraht fest bin und das Boot kippt und kippt und kippt und kippt immer weiter, dann kann ich ja nicht in diese Richtung, weil ich bin ja fest. Wird fest, das heißt, ich muss dann irgendwie so hier nach Lee. Also das Boot ist umgekippt, zack. Und ich muss irgendwie mich entscheiden, wo ich jetzt hinspringe. Also hier geht nicht, weil ich bin fest. Ich muss irgendwo hier unten rein. Zwischen Deckskante und Großbaum ist nicht so wirklich viel Platz. Das tut auch höllisch weh, wenn ich dann den Baum oder etwas Ähnliches treffe. Das Deck tut genauso weh. Dann sind da vielleicht noch Wanden, dann ist der andere Trapez da dran. Muss nicht unbedingt sein. Ins Segel zu springen ist zwar recht weich, führt aber vielleicht dazu, dass ich dann ein großes Loch im Segel habe. Wir haben in der Segelschule natürlich auch mal das ein oder andere Mal die Situation, dass dann jemand sich für die falsche Variante beim Abspringen entscheidet. Natürlich
nach Murphy's Law dann immer die neuesten und teuersten Segel. Da man die nicht sofort austauschen kann, kommen dann da so Reparaturstreifen drauf. Also man sieht die Reparatur halt, das nützt nichts. Und an diese weißen Reparaturstreifen, manchmal steht dann da ein Name drauf. Aber das ist dann der Name von dem Segellehrer, der durch das Segel durchgesprungen ist und das quasi ein bisschen geöffnet hat. Also auch nicht so ganz die ideale Stelle, um abzuspringen. Was bleibt noch? Hier geht nicht, da tut weh, da wird teuer, da bleibt noch die Stelle hier hinten im Achterliegbereich des Großsegels, eigentlich hier so, wo jetzt die IBN landet. Also nehmen wir mal an, von hier oben, Rohrschutt geht auf, Boot kippt um und der Vorschutter springt in die Richtung. Das ist eigentlich ganz ideal, denn hier ist das Segel schon im Wasser, das geht nicht kaputt. Der Großbaum wird auch untergehen, der ist weg. Und mein Trapezdraht wird sich wahrscheinlich von alleine aushaken, es sei denn, ich springe irgendwie mit dem Kopfsprung da rein. Von hier oben, ich drehe mich ein bisschen und versuche mit dem Rücken und der Hüfte hier in dem Bereich zu landen. Der Vorteil ist, dass ich mich von meinem Steuermann noch verabschieden kann und der vergibt dann Haltungsnoten fürs Abspringen und ich lande hier recht weich. Dann bin ich hier im Wasser, bin im Wasser und bekomme jetzt diverse Aufgaben von meinem Steuermann. Zum Beispiel den Gennaker oder Spinnaker einsammeln, bevor wir das Boot wieder aufrichten. Wenn ich mit Spinnaker oder Gennaker gefahren bin und gekentert bin, dann muss das Segel erstmal wieder rein, bevor ich das Boot aufrichte. Ja. Dazu, zu dem Einsammeln, ist aber Vorsicht angesagt, denn das Boot hat manchmal die Neigung, durchzukentern. Durchkentern heißt, es kippt komplett um, die Mastspitze geht nach unten und ich bin hier unter dem Rumpf. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Denn hier drunter ist eine Luftblase. Das geht schon. Angenehm ist was anderes, aber es geht. Der Steuermann kann natürlich hier oben auf dem Schwert stehen und dieses Durchkettern verhindern. Oder er beugt sich so nach vorne und sagt, mit die Leine los und da los und da los und jetzt Luft holen, wir kentern jetzt durch. Der Steuermann ist der, also der Zweite, der auf dem Schwert steht, ist derjenige, der das Durchkentern verhindern kann. Nur der kann das. Und wenn das Segel eingesammelt ist, dann geht es ans Aufrichten. Das Aufrichten ist manchmal sehr spannend, vor allen Dingen, wenn es irgendwie so das 15. bis 20. Mal ist an dem Nachmittag oder dem Vormittag, dann fehlt manchmal ein bisschen die Kraft, um aufs Schwert draufzukommen, dass wir hier nicht drinstecken haben. Um aufs Schwert draufzukommen, kann man sich gegenseitig ein bisschen helfen. Da kann man sich so eine Art Stützleiter, kann man sich gegenseitig ein bisschen helfen. Das geht schon. Wenn einer auf dem Schwert drauf ist, dann ist es auch möglich, vom Schwert aus, während sich das Boot aufrichtet, gleich einzusteigen. Das ist okay. Das kriegt man hin. Wenn nicht, wird es anspruchsvoll. Wenn ich wenig Wind habe oder ein sehr günstiges Verhältnis von Steuermann zu Vorschotergewicht, sagen wir mal, der Vorschotter wiegt 150 und der Steuermann 50 Kilo, dann ist es gut, wenn die 150 Kilo hier auf dem Schwert sind und die 50 Kilo, 150 auf dem Schwert, 50 Kilo, lassen sich dann beim Aufrichten mit in das Schiff reinlöffeln. Wie so Zucker in den Kaffeebecher. So reinlöffeln. Dazu halte ich mich hier als 50 Kilo Mensch, halte ich mich hier locker fest. Kann vielleicht die Füße schon mit reinnehmen und sagen jetzt, ja, alles klar, hau rein. Und dann richtet der Schwerere aus der Crew das Boot auf. Es gibt da auch einen Katapultstart. Achso, ich wollte noch erklären, das nennt sich Löffelchentechnik, deshalb dieser Kaffeelöffel. Also ich löffel den zweiten Mitsegler, ich löffel den so mit ins Boot rein. Während ich hier auf dem Schwert bin, das Boot aufrichte
löffelt sich der zweite so ein bisschen mit rein. Funktioniert aber nur bei optimaler Gewichtsverteilung, also ob das dann 50 oder 49 oder 60 Kilo sind, 60 zu 80 wird dann schon ein bisschen schwierig. 150 zu 50 ist besser. Vor allen Dingen bei viel Wind, dann bei 60, 80, wenn dann die 80 auf dem Schwert sind, dann muss ich ja bei viel Wind ein Einrumpfboot, richte ich ja immer gegen den Wind auf. Das heißt, der Wind kommt hier so auf, von dem Ball, da von Onsail, und ich richte das Boot gegen den Wind auf. In dem Moment also, in dem mein Mast dann hochkommt und ein kleines bisschen aus dem Wasser raus ist, drückt der Wind in das Segel rein. Und zusätzlich zu den 59,9 Kilo hier unten drin, muss ich das Boot noch gegen den Winddruck aufrichten. Das könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden. Deshalb ist die Löffelchentechnik nur so bedingt einsetzbar. Bei wenig Wind geht's. Oder wenn mein Boot komplett gedreht liegt, passiert immer mal, Luftkenterung mit hochstehendem Baum, wunderbar, immer gern genommen beim Lasersegeln. Wenn die Mastspitze zum Wind zeigt, wie bei einem Katamaran, da macht man das ganz bewusst so, beim Einrumpfboot eigentlich nicht, wenn die Mastspitze zum Wind zeigt, dann geht der Wind beim Aufrichten unter das Segel. Geht unter das Segel und hilft mir mit, das Boot aufzurichten. Sorgt aber unter Umständen auch dafür, dass es dann zur anderen Seite wieder umkippt. Und da gibt es dann so einen Katapultstart. Das gibt es in der einen oder anderen Regatta-Bootsklasse. Da ist dann der Vorschubber auf dem Schwert. Der Steuermann hockt sich hier im Wasser quasi, so abfahrtbereit mit den Füßen unterm Ausreitgurt, Rohrschutt in der Hand und wartet jetzt darauf, dass der Vorschutter das Boot aufrichtet. Da muss ich einmal den Kopf einziehen, sonst kriege ich einen kleinen Nackenschlag vom Großbaum, weil das Boot richtet sich ja auf und will zur anderen Seite wieder umkippen. Und dieses erneute Umkippen zur anderen Seite, das verhindere ich dann durch mein Gewicht, weil ich ja schon direkt mit den Füßen unterm Ausreitgurt bin. Ich habe die Pinne in der Hand, ich kann das Boot zum Wind drehen, ich kann dieses erneute Umkippen dann verhindern. Und ich hoffe dann natürlich noch, dass mein Vorschutter vom Schwert aus gleich eingestiegen ist, ab auf die Rufseite, Fockschuh dicht, Großschuh dicht, weiter geht's, Katapultstart. Aber Vorsicht mit dem kleinen Nackenschlag. Das ist der Nachteil, wenn man dieses Aufrichten praktiziert. Ja, dann haben wir Löffelchentechnik, wir haben den Katapultstart. Wenn jetzt weder Steuermann noch Vorschoter beim Aufrichten gleich ins Boot einsteigen konnten, dann kommen wir langsam zur Walross-Technik. Nicht, dass irgendjemand bitte versucht, versuchen Sie bitte nicht, diese Technik in irgendwelchen Segelbüchern zu finden. Das ist frei erfunden. Das ist frei erfunden, diese Bezeichnung der Aufricht- oder Einsteigtechniken. Walross-Technik. Also Sie richten das Boot auf, aber es hat keiner der Crew geschafft einzusteigen. Und Sie schaffen es auch nicht, weil es jetzt die 23. Kenterung ist, Sie schaffen es nicht, über die Seite einzusteigen. Man könnte ja einer an der Luf, einer an der Lehseite, sich festhalten und dann reinziehen. Ausreitgurt, Griffleisten und so weiter helfen dabei, aber wenn die Kraft weg ist, ist sie weg. Da gibt es noch eine Stelle, bei den modernen Gleitjollen zumindest. Bei den modernen Gleitjollen ist häufig hinten der Spiegel offen. Eingangs hatte ich gesagt, das ist, damit das Wasser rausfließen kann, nachdem das Boot aufgerichtet ist. So alte Holzpiraten von anno dazumal, da braucht man dann so 20 Liter Eimer, mit denen man dann 100 Liter weit das Wasser aus dem Boot rausschöpft. Hier geht das ruckzuck. Deshalb ist der Spiegel offen. Eine Möglichkeit, nach den Kentern ins Boot wieder reinzukommen, könnte sein, die Walross-Technik über das Heck reinzugehen. Funktioniert aber nur, hinten einsteigen, funktioniert nur dann, wenn vorne jemand das Boot im Wind hält. Also es muss vorne jemand am Bug in irgendeiner Weise festhalten, damit das Boot im Wind bleibt. Nur dann kann eine zweite Person hinten übers Heck sich reinrobben. Ich mach das jetzt nicht vor. Kann sich so reinrobben
Vorsicht, die Pinne ist nicht zum Abstützen oder als Badeleiter gedacht. Und wie gesagt, das funktioniert nur hier hinten so reinziehen, reinrobben. Das funktioniert nur dann, wenn das Boot vorne im Wind ist. Wenn ich alleine auf dem Boot unterwegs bin und ich richte auf, dann muss ich über die Seite einsteigen. Da muss ich mir einfach noch ein bisschen Restkraft bewahren. Es geht nicht anders. An sehr windigen Tagen, sagen wir bei uns in der Schule eigentlich, so 3 Kenterungen und dann zurück ans Ufer. Und bis dann die Boote am Ufer sind, dann war es auch die 4. und 5. Kenterung und dann ist auch wirklich gut. Dann ist die Kraft einfach raus. Gerade dann, wenn ich alleine fahre, weil dann muss ich über die Seite rein. Denn je weiter hinten ich festhalte, umso mehr dreht das Boot vorne aus dem Wind raus. Es geht Druck ins Segel rein, das Boot fährt los. Ich werde hinterhergezogen oder das Boot kippt um und das ganze Spielchen geht von vorne los. Wenn ich jemanden habe, der vorne festhält, dann kann ich hinten einschlagen. Sonst muss ich über die Seite rein, was eigentlich geht. Denn ich habe hier, wie gesagt, die Griffleisten, ich habe hier meinen Ausreißgurt, ich kann mir auch eine zusätzliche Leine hier im Bereich der Rohschot befestigen, die ich dann über Bord schmeiße, irgendwie zu der Seite hinschmeiße, mit einem kleinen Palstick drin, da gehe ich mit dem Fuß rein. Also Möglichkeiten gibt es schon, sich da so ein bisschen zu helfen und das Einsteigen zu erleichtern. Möglichkeiten gibt es. Das Beste ist natürlich, Sie üben das in der Segelschule, vor allen Dingen da, wo das Wasser warm ist. Da, wo das Wasser warm ist. 25 Grad, auch jetzt noch, vielleicht nur noch 24,5 im Moment auf Mallorca in der Bucht von Pollença. 25 Grad und jede Menge Jollen, die man da fahren kann. Und wenn Sie das probieren möchten, dann haben Sie jetzt die Chance, einen Gutschein über eine Woche Segeln bei uns auf Mallorca zu gewinnen und müssen dafür nur eine Frage beantworten. Und wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann bitte Handzeichen. Und die erste Hand, die ich sehe, mit der richtigen Antwort, bekommt von mir den Gutschein über eine Woche Segeln auf Mallorca bei uns in der Segelschule Sail & Surf Pollença. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und ich hoffe, dass diesmal die Frage nicht zu schwer ist. Vorhin brauchte ich 3 Fragen, um die richtige Antwort zu bekommen. Eine ganz einfache Frage. Ich habe da gerade von erzählt, es gibt diverse Techniken, um nach dem Segeln ins Boot zu kommen. Wie nennt sich die Technik, bei dem ich den Vorschotter hier von Lee aus ein bisschen reinziehe? Löffelchen-Technik, jawohl, das ist richtig. Die Hände waren fast gleich, hätte ich mal mitgestochen. Ja, Löffelchen-Technik, das ist die richtige Antwort. Bitte, bitte nicht in den Büchern suchen, habe ich überlegt. Steht da nicht drin, funktioniert aber bei normalen Windverhältnissen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie noch Fragen haben zum Jollensegeln oder zum Segeln in der Segelschule, haben Sie noch 2 Stunden, 3 Stunden, 2,5 Stunden Zeit. Ansonsten steht das alles auch in unseren Programmheften drin, die Sie gerne, gerne mitnehmen können. Und ich bedanke mich recht herzlich auch bei der IBN für die schöne Zusammenarbeit in der Woche. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und noch viel Spaß hier auf der Interboot.